Du hast ja die halbe Stadt umgegraben, oder? Was Neues vom Metalldetektor? Leider nein. Aber ich stehe voll auf das Piepsen. Alte Blechdosen. Ein paar kaputte Autoteile. Nichts als Müll und Schrott. Weißt du wirklich nicht mehr, wo du sie vergraben hast? Was hast du denn? Es ist doch nur ein Vogel. Warum reagiert der Metalldetektor auf ihn? Die Medaille! Diese freche Möwe hat sie geklaut. Also, hast du damit ja gar nichts zu tun, oder, Buttersaurus? Ich hätte wissen sollen, dass du deine Versprechen niemals brichst. Tut mir leid. Los, Buttersaurus, los! Holen wir uns diese Medaille! Und so geht das Spiel. Du musst diese Minisäckchen auf die beweglichen Asteroidenziele werfen. Wenn du es schaffst, drei Asteroiden zu treffen, bevor die Zeit um ist, hast du gewonnen. Buttersaurus wird die Zeit stoppen. Alles klar. Auf die Plätze. Fertig. Los! Getroffen. Oh, ich schätze, in eurem Spielzonenspiel bin ich auch nicht gut. Wirf einfach ganz viele Minisäckchen, Liam. Ich bin mir sicher, dass du drei Asteroiden triffst. Aber beeil dich, die Zeit läuft bereits. Ich kann es schaffen. Ich habe alles getroffen, außer die Asteroiden. Für den Anfang, Liam, war das nicht schlecht. Ja, nur nicht aufgeben. Ich weiß, dass du dich in Level 2 super schlagen wirst. Alien-Invasion! Wuhu! Ich liebe Aliens und Invasion! Na dann, Liam, hier kommen deine Aliens. Wow! Um zu gewinnen, musst du über den ganzen Hof laufen, an allen Aliens vorbeikommen und die Fahne da berühren. Aber wenn die Außerirdischen dich dreimal berühren, hast du verloren. Und Achtung vor Kralle, er zählt auch dazu. Okay, verstanden. Ich kann das schaffen. Ich bin jetzt ein Ninja, genau wie in dem Videospiel. Du bist... Upsi, ich bin gestolpert. Der Helm ist zu klein für dich, Jack. Buttersaurus, das hast du gut gemacht. Lasst uns tauchen. Sieh mal, was wir dir Schönes mitgebracht haben, großer Fisch. Wir werden uns gut um dich kümmern, okay? Hab keine Angst, du kannst uns vertrauen. Oh oh. Wie wäre es, wenn wir seine Nieskraft dazu benutzen würden, ihn in das Glas zu bekommen? Bin dabei. Buttersaurus, bring dich in Position, um den großen Fisch zu fangen. Er muss gleich wieder niesen. Oh nein, er passt nicht rein. Was sollen wir jetzt tun? Perfekt,
Keine Sorge, großer Fisch. Schon bald bist du im Tierpark. Kommt, Leute, denken wir uns was anderes aus. Der Anhänger und das Glas waren nicht groß genug. Und der große Fisch wird immer kränker und kränker. Bedauerlicherweise kann der große Fisch an Land nicht atmen, so wie ihr es mit eurer Taucherausrüstung unter Wasser könnt. Ja, natürlich. Wenn der große Fisch an Land atmen könnte, dann würden wir gar kein Gefäß brauchen, um ihn in den Tierpark zu bringen. Um einen Transport kommen wir nicht herum. Er kann ja schließlich nicht fliegen. Vielleicht kann er das ja doch. Kombinieren und konstruieren. Zuerst nehmen wir das Fischglas. Das dürfte einen ziemlich guten Unterwasserhelm abgeben. Dann kommen die Sauerstoffflaschen ran und wir tauschen die Luft darin gegen Wasser aus. Kombinieren das mit dem Raketenrucksack und sorgen so dafür, dass er so schnell wie möglich in den Tierpark gelangt. Wir setzen alles zusammen und können was Tolles draus bauen. Stillhalten, großer Fisch. Er sitzt perfekt, Rusty. Sehr gut. Bereit für einen weiteren Tauchgang, kleiner Wurm? Mhm. So ist es gut. Los, großer Fisch. Gemacht, Buttersaurus. Der Helm passt auch. Er ist jetzt bereit. Dann geht's los. Achtung, fliegender Fisch! Gute Reise! Wir treffen uns im Tierpark und peppeln dich wieder auf. Wird der große Fisch jetzt wieder gesund, Anna? Ja, natürlich. Und schon bald wird er wieder genauso hoch springen wie früher. Ich habe die Lautsprecher super stark aufgedreht. Sehr gut. Ich werde losfliegen, Mr. Higgins aufspüren und ganz laut Musik anmachen. Dann wird der Anzug mir folgen. Ich kann ihn zum Marktplatz locken. Und wir können ihn endlich ausschalten. Aber beeil dich, die Party geht gleich los. Vögelchen! Oh, eine Klippe! Komm zurück, kleine Vöglein! Hilfe, halt! Keine Sorge, wir retten sie! Rusty! Oh, yeah! Wir haben ihn! Ich kann nicht mehr! Bitte zieh mir diesen Anzug aus! Ich bin schon da, Mr. Higgins!
was Langsames, Rusty. Aha, ich wusste gar nicht, dass ich so beweglich bin. So, jetzt ist der Anzug aus. Puh, danke schön. Ich habe sicher alle Tänze der Welt einmal durchgetanzt. Das Mikrofon war zu empfindlich eingestellt. Ich werde es ändern, damit es nicht nochmal passiert. Naja, wenigstens habe ich mit dem Anzug wie ein echter Profi getanzt. Das heißt, ich muss heute nicht zu Hause bleiben. Moment, Sie wollen den Anzug anbehalten? Aber sind Sie nicht viel zu müde? Auf keinen Fall, jetzt kann ich ja tanzen. Alles klar, dann kann die Party ja endlich losgehen. Ah, da sind Sie ja. Lassen Sie uns tanzen. Singen! Warten Sie, Mr. Higgins, ich habe den Anzug doch nicht wieder eingeschaltet. Und los geht's. Dank euch beiden bin ich jetzt ein richtig guter Tänzer. Ja, das sieht man. Und Sie werden auch nicht in irgendwelchen Kisten landen. Sehr gut. Um ganz ehrlich zu sein, Ihr Anzug ist gar nicht an. Das machen Sie alles alleine. Was? Ernsthaft? Das ist nicht der Anzug? Ich bin das. Ja. Ich kann also doch tanzen. Yippie! Sehen Sie? Ich hab's doch gesagt. Sie müssen sich nur entspannen und ein bisschen an sich glauben. Ja, und jetzt tanzen wir alle den Higgins. Woohoo! Ich kann es sehen. Was ist es? Ich weiß es nicht. Es ist riesengroß. Oh nein. Rusty, was ist es? Brontosaurus. Brontosaurus? Hey, Kumpel. Was ist denn los? Schläfst du etwa? Brontosaurus, wach auf! Ganz ruhig, Kumpel. Ich bin es nur. Warum schläfst du denn in der Höhle? Wenn du so müde bist, solltest du vielleicht nach Hause ins Bett gehen. Stimmt was mit deinem Bett nicht? Oh Mann, das Geräusch war einfach nur ein ganz lautes Brontosaurus-Schnarchen. Ja, und wir dachten die ganze Zeit, er würde hier schlafen. Aber was ist denn mit seinem Bett? Sein Bett lebt ja. Mir ist gerade was eingefallen. Ich muss ganz schnell weg. Moment, Brontosaurus Bett bewegt sich irgendwie. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Jack, kannst du Brontosaurus Bett mal hochheben? Na klar. Da ist ja mein selbstspringender Ball. Der muss irgendwie da runtergesprungen sein. Jetzt kannst du wieder in deinem Bett schlafen, Kumpel. Oh, was bist du nur für ein liebes Höhlenmonster. Wow, diese ganze Monstergeschichte hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Auf welche denn? Ich male einen Comic davon. Der Höhlenbewohner gegen das Robotermonster. Der Kampf um Spartan Hills. Toll. Das ist super. Wie funktioniert denn das Ding nochmal? Irgendwie müssen wir sie doch einfangen können. Ich könnte vielleicht eine Drohne mit einem integrierten raketenbetriebenen Samensammler bauen. Nein, Brontosaurus, bitte lass das. Moment, ich meine, juhu! Was meinst du mit juhu? Naja, seht ihn euch doch mal an. Er findet die Samen lecker. Er wird sie alle aufessen. Aber woher sollen wir wissen, wo sie hingeflogen sind? Holen wir die Bits. Die helfen uns fix. Wally, wir brauchen dich. Such nach großen, stinkenden, herumfliegenden Samen. Sind im
geregnet. Und der ist super matschig, weil es geregnet hat. Gut gemacht, Rolly. Appetit auf ein paar stinkende Leckerbissen, Kumpel? Moment, du willst Brutasaurus mitnehmen? Er ist nicht dafür gebaut, im matschigen Gelände rumzulaufen. Ach ja, stimmt. Er ist viel zu schwer. Er würde im Matsch nur einsinken. Und wir müssen uns beeilen, denn wenn sich die Samen verteilen, wird es bald überall stinken. Also, was sollen wir machen? Wir bauen Brutasaurus einfach zu einem superschnellen Geländedinosaurier um. Tolle Idee, Rusty. Kombinieren und konstruieren. Als erstes nehmen wir Brutasaurus. Und dann bauen wir ein paar riesige Reifen an ihn dran, damit er sich im matschigen Gelände fortbewegen kann. Und zuletzt fügen wir ein Raketentriebwerk hinzu, damit er auch noch super schnell ist. Wir setzen alles zusammen und können was Tolles draus bauen. Wegrennen. Friss ruhig weiter, Brutasaurus. Auf halber Strecke. Er müsste eigentlich schon längst hier sein, wenn Sie heute Abend eröffnen wollen. Das sehen wir uns mal an. Macht euch keine Sorgen. Ihr solltet schön weiterüben. Wir werden den Zirkus schon pünktlich hierher holen. Komm, Ruby. Geschafft! Der alte Motor raus. Und rein kommt der neue. Gut gemacht, Brutasaurus. Versuchen Sie mal, Zirkusdirektor, ob er funktioniert. Und die wilde Fahrt geht los. Ups, das war falsch. Jetzt aber hopp. Ach, war anscheinend auch nicht richtig. Aber jetzt. Wir fahren viel zu langsam. Wie wär's mit Höchstgeschwindigkeit? Das ist schon die Höchstgeschwindigkeit.
Der neue Motor ist nicht stark genug, um so einen schweren Zug zu ziehen. Wenn wir die ganze Zeit in diesem Tempo weiterfahren, dann sind wir auf keinen Fall pünktlich da. Also bei dieser Geschwindigkeit schafft es der Zirkus niemals rechtzeitig in die Stadt. Unser Ersatzmotor ist einfach nicht stark genug, um das ganze Gewicht zu ziehen. Wir brauchen also eine Art Abschleppzug. Er muss stark sein und schnell. Butasaurus, er kann doch den Zug ziehen. Ein Roboter-Dino soll meinen Zug ziehen? Na, dann hat er aber ein ganz schönes Stückchen Arbeit vor sich. Okay, Butasaurus, spielen wir mal Fang den Lichtstrahl. Ray, volles Licht voraus. Gut leuchten! Na, das macht doch Freude! Zusammen sind zu schwer für die Brücke. Ziehen Sie die Bremse. Bremsen? Ja. Mal sehen. In, Mene, Mist. Los. Okay. Jetzt müssen wir aber schnellstens hier runter, bevor... Angst, Leute. Ich fliege uns einfach hoch. Genauer gesagt, Butasaurus, du machst das. Gute Rettungsaktion, Butasaurus. Ich wusste, dass diese Knöchelraketen irgendwann mal nützlich sind. Was für eine großartige Nummer. Voller Dramatik und Risiko. Beinahe wie am fliegenden Trapez. Ich bin von euch sehr beeindruckt. Und jetzt müssen wir nur noch den Zug über die kaputte Brücke bekommen. Ausgeschlossen? Das ist unmöglich! Zum allerersten Mal wird die Show nicht stattfinden können! Ich hatte doch nur vor, dass die Leute in den Zirkus gehen und wollte ihre Fantasie beflügeln. Warten Sie! Das ist es! Ach ja? Ja! Wir fliegen einfach! Sehen Sie sich doch mal um! Alles, was wir dazu brauchen, ist hier! Kombinieren! Und konstruieren! Du hast mich gefunden! Und wie wär's jetzt mit einer Runde fangen? Und ich spielen. Jetzt ist er genauso platt wie die Reifen. Wenn er eine Megabatterie hätte, könnte er den ganzen Tag spielen. Wie fändest du das, Kumpel? Eine riesen Butasaurus-Batterie kommt sofort. Okay, Ruby, sie ist aufgeladen. Heb sie hoch. Vorsicht! Vorsicht! Geschafft! Das nenne ich eine Batterie. Größe XL. Meinst du nicht, dass sie etwas zu groß ist? Nein, zu groß kann sie gar nicht sein, Ruby. Bereit, Butasaurus? Jetzt solltest du in der Lage sein, den ganzen Tag fangen zu spielen. Anscheinend funktioniert's. 3, 2, 1, Achtung, Kumpel, wir kommen! Jetzt bin ich derjenige, der platt ist. Ich auch. Guten Morgen. Oh, hallo, Ruby. Rusty, wolltest du nicht
nicht den Spielplatz modernisieren? Ich bin schon ganz aufgeregt. Die Schaukeln haben bestimmt einen Raketenantrieb, wenn du fertig bist. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Kann ich das nicht verschieben? Putasaurus und ich spielen Fang und es ist gerade richtig aufregend. Da warten aber schon ganz viele Kinder und freuen sich auf die Sachen, die du bauen wirst. Na ja, aber wir haben gerade so viel Spaß. Rusty, du bist der Einzige, der das machen kann. Sei nicht traurig, Kumpel. Ich bin ja bald wieder da. Oh, er ist so traurig. Schade, dass es dich nicht zweimal gibt. Hallo, Officer Karl. Sind hier ein paar Affen in unseren Karts vorbeigeflitzt? Ja, allerdings. Und sie stecken mächtig in Schwierigkeiten. Sie haben mir mein Schwebefahrzeug geklaut. Oh. Keine Sorge, Officer Karl. Die schnappen wir uns. Ich bin direkt hinter euch. Sie müssen im Park sein. Hey Leute, Schluss mit dem Affentheater. Kommt zu mir, ihr Süßen. Hey. Wow, das sind ja richtige Akrobaten. Wenn wir sie nicht bald in den Park zurückbringen, müssen wir Anna sagen, dass sie die Show absagen muss. Das darf nicht passieren. Anna, seid Sie sind da lang gefahren. Danke, Officer Karl. Geht schon mal vor, ich komme dann einfach zu Fuß nach. Oh Mann. Puh. Der Super Strandspaß Buttersaurus 4000. Er hat einen Surfbrettschwanz, einen ausfahrbaren Sonnenschirmhut, einen wasserdichten Stauraum und einen Wasserballwerfer. Auf zum Strand! Buttersaurus, hast du dir wehgetan? Ihm geht's gut. Nur der Sonnenschirm sieht demoliert aus. Aber wie ich immer sage, es gibt nichts Kaputtes, das man nicht reparieren kann. Brauchst du Hilfe? Nein, geht ruhig schon zum Strand. Wir kommen gleich nach. Alles klar, so gut wie neu. Der Strand wartet auf uns. Los geht's! Und? Habt ihr alle Spaß? Tut mir leid, dass wir uns verspätet haben. Kein Problem, Rusty. Das Warten hat sich gelohnt. Das ist heute wirklich der tollste Sonntag aller Zeiten. Wir sind die Königin der Welt.